Ja, mein Name ist Elke Süsselbeck. Ich sitze für die Linksfraktion im Stadtrat von Paderborn. Und ich finde, dass wir uns viel mehr mit dem Thema Armut beschäftigen müssen. Ich finde es schade, dass es nur einen Tag im Jahr gibt, der der Beseitigung von Armut gewidmet ist, weil wir das eigentlich 365 Tage im Jahr machen müssten. Die Situation meiner Stadt ist ebenfalls prekär. Wir wussten bereits vor Corona, dass jedes fünfte Kind in meiner Stadt armutsgefährdet ist und Sozialleistungen beziehen muss. Mehrheitlich stammen diese Kinder aus Familien von alleinerziehenden Müttern. Von daher besteht ein großer Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Frauenarmut auch in meiner Stadt. Und aus meiner Sicht hat Corona diese Situation noch verschärft. Es ist so, dass vor den Sommerferien beispielsweise über 1000 Kinder in die Schulmaterialienkammer gehen mussten, um dort kostenlos Schulmaterialien zu bekommen. Hätten wir diese Schulmaterialien nicht, wären diese Kinder ohne die entsprechenden Utensilien zur Schule gehen müssen. Wir wissen auch, dass die Schulschließungen dazu führten, dass diese Kinder von Bildung abgeschnitten worden sind, was jetzt nicht aufgeholt wird, auch nicht in meiner Stadt. Man denkt nicht darüber nach, dass man jetzt kleinere Klassen vielleicht bräuchte, eine individuellere Förderung der Kinder bräuchte. Das alles scheint niemanden wirklich zu interessieren. Und das ist etwas, was mich sehr ärgert, was mich sehr wütend macht und warum ich mich auch um meiner politischen Tätigkeit in jedem Fall kümmern möchte. Und deine Forderung allgemein an die Politik? Die Forderung allgemein an die Politik ist, hinzuschauen, ja, und nicht wegzuschauen. Dass wir tatsächlich handeln, dass wir in die Schulen gehen, dass wir mehr Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen beschäftigen, die sich darum kümmern können, tatsächlich diese Kinder anzusprechen und entsprechend auch zu fördern. Und was wir auch machen müssen, ist natürlich schauen, dass wir überfüllte Schuldnerberatungsstellen haben. Die hatten wir bereits vor Corona, aber wir wissen auch, dass die finanzielle Situation vieler Menschen durch Corona auch verschlechtert worden ist. Viele Menschen leben jetzt von Kurzarbeitergeld. Und nichtsdestotrotz müssen sie aber 100% ihrer Miete bezahlen und ihren Ratenverpflichtungen, Darlehensverpflichtungen nachkommen. Und mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Armut tatsächlich jeden und jede betreffen kann. Armut hat immer irgendwie so einen Flair von, naja, das sind die Menschen, die auf der Straße sitzen und ihren Pappbecher hinhalten. Armut kann tatsächlich jeden treffen, das wissen wir gerade auch über die Schuldnerberatungsstellen. Persönliche Schicksalsschläge wie Tod, Unfall, aber auch Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Scheidung kann jeden treffen. Und dann ist man in der Armutsfalle und hat keine Unterstützung. Wir wissen auch, dass die Schuldnerberatungsstellen tatsächlich personell sehr schlecht ausgestattet sind, dass wir da viel mehr investieren müssen in eine gute Schuldnerberatung und natürlich auch in einer viel besseren Sozialberatung. Der Tag zur Beseitigung der Armut, ich finde es wichtig, auch auf das Thema Prostitution hinzuweisen. Zu Zeiten von Corona war es so, dass wir die Bordelle geschlossen haben und das hatte zur Folge, dass viele Frauen, die in der Prostitution arbeiten, plötzlich mittellos dastanden. Wir wissen, dass die wenigsten Frauen in der Prostitution tatsächlich sozial versichert sind und auch angemeldet sind. Und aus Herkunftsländern kommen, aus Osteuropa, wo sie aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, um sich zu prostituieren. Häufig werden sie zur Prostitution gezwungen durch männliche Familienangehörige. Und diese Frauen hatten jetzt keine Möglichkeit, Einkünfte zu erzielen. Und es gab keine staatliche Unterstützung dafür. Es ist so, dass Bordellbetreiber Anspruch hatten auf Corona-Soforthilfe und die Frauen standen tatsächlich von jetzt auf gleich ohne Mittel da. Und ich finde es einen gesellschaftlichen Skandal, dass wir auf der einen Seite sagen, Prostitution gehört zur deutschen Gesellschaft dazu und auf der anderen Seite die Menschen in der Prostitution im Stich lassen. Hier fordere ich Notfallfonds für Menschen in der Prostitution, die aussteigen wollen aus diesem System und die Möglichkeit bekommen sollten, hier in Deutschland andere Alternativen zu bekommen, um ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dass hier Beratungsstellen tatsächlich zur Seite stehen, die diesen Menschen helfen, nicht weiter sexuell ausgebeutet zu werden, sondern in Würde hier in Deutschland leben zu können, ohne Zwang und ohne wirtschaftlichen Druck.